herzlich willkommen auf Seelenkissen mit Daniela Hahn. Ich habe mir für euch ein neues Orakel ausgedacht, und zwar das schnelle Hilfe-Orakel Lösungen statt Probleme. Es ist ein Auswahl-Orakel, wo du wählen kannst zwischen diesem dunklen Stein, diesem violetten und dem grünen Stein, und es ist gedacht für sämtliche Lebensbereiche. Also wenn du in der Liebe ein Thema hast oder im Finanziellen oder im Beruflichen oder es geht um was ganz anderes, für all das kannst du hier dieses Orakel anwenden und dir hier Inspiration und Tipps holen. Wie gesagt, du kannst einen der drei Steine wählen. Vielleicht fühlst du dich auch von zwei angesprochen, aber ich sage immer, geht mal in euch und schaut, welcher Stein so euch am meisten anzieht, weil meistens auch die Farbe dann wieder mit etwas in Resonanz geht. Ich habe die Farben auch nicht ausgewählt, ich habe sie verdeckt gezogen, dass ich das auch nicht beeinflusse und dass praktisch die Farben mit dabei sind, die jetzt momentan hier dann auch wichtig sind. Ja, zu dem Orakel habe ich mir zwei Sprüche rausgesucht, und zwar hat Mahatma Gandhi gesagt, richte deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das Problem. Und Goethe hat gesagt, denke nicht in Problemen, denke in Lösungen. Und ich sage, wenn du das Problem verstehst, dann siehst du auch die Lösung. Und darum ist es so wichtig, dass wir bei Problemen immer auch auf die Wurzeln, auf die Ursache schauen. Das ist auch immer ein Großteil meiner Beratung, dass wir schauen, wo sitzt der Kern. Nur so können wir für uns im Geiste Anregungen finden, um auch Lösungen dann zu sehen. Und dann ist Kartenlegen auch wirklich hilfreich, dass wir die Inspiration der Bilder dazu verwenden. Wenn du dich für eine persönliche Beratung bei mir interessierst, dann schau einfach mal auf meiner Webseite www.seelenkissen.com vorbei, und die verwendeten Karten, die ich in diesem Video verwende, findest du wie immer unten in der Infobox. Ja, wir fangen gleich an. Zum Auswählen halte am besten das Video kurz an, wenn du nicht schon während ich gesprochen habe hier, ja, sag ich mal, dich zu einem Stein hingezogen gefühlt hast, dann einfach mal kurz anhalten, in dich gehen und auswählen. Und wir beginnen mit der Auflösung hier dieses ersten Orakels, und zwar wenn du dich hier für diesen ganz dunklen Stein entschieden hast, und wir gucken in die beiden oberen Karten. Ich nehme die mal hier zu mir her. Und der erste Stapel hier steht jetzt einmal für das Thema, für die Ursache des Problems. Hier habe ich auch ganz wunderschöne neue Karten für euch aus dem Universal Celtic Tarot, und wir schauen mal. Also wir haben hier die Hohepriesterin dabei beim Thema. Wir haben die Acht der Schwerter dabei und die Herrscherin haben wir dabei. Also hier geht es sehr viel als Grundthema um die eigene Intuition, das eigene Wissen, die eigene Macht, vielleicht auch die weibliche Seite, weil hier ist der Mond Luna drauf, die Intuition und hier Mutter Erde Gaia, auch ganz viel weibliche Energie. Vielleicht wird hier eine weibliche Energie irgendwie klein gehalten oder Weiblichkeit und auch Wissen wird hier klein gehalten. Das ist hier das Thema. Man kann hier sich nicht entfalten und expandieren, denn mit Acht der Schwerter sind wir gebunden. Ne? Hier ist auch die Eule drauf, die wieder für das tiefe Wissen steht. Das heißt, das Thema hier hat etwas damit zu tun, dass du deine Kraft, deine Stärke, dein Wissen nicht entfalten kannst. Du bist irgendwo eingeengt, festgehalten, geklammert, kommst nicht vom Fleck.
Sie zeigen hier auch, es hat damit zu tun, dass du dich hier selbst auch mit geißelst und festhältst. Ne? Das ist ja so eine gebundene Person, die hier eingebunden ist. Mit gebunden meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man in einer Partnerschaft ist, das kann sein, aber hier geht mit diesem gebunden, geht es darum, man ist an etwas selbst gebunden, an ein Thema oder etwas fesselt ein und man fesselt sich hier mit selber. Also es geht hier bei diesem Thema auch sehr viel um Entfesselung der eigenen Kraft und Macht, der eigenen Intuition. Es kann auch das Thema Loslassen, etwas Loslösen dahinter stehen, um letztendlich in die Fülle auch zu kommen. Weil man sagt hier mit der Herrscherin, mit Mutter Gaia, hier wartet so viel Fülle, hier wartet so viel Schönes auf dich. Warum geißelst du dich so in dieses Thema? Warum hörst du nicht auf deine innere Stimme? Warum hältst du diese klein? Warum siehst du deine eigene Macht nicht? Das kann im Beruflichen sein, dass du dich in eine Position begibst, wo du eigentlich viel stärker bist, wo du aufsteigen möchtest, wo du dich klein hältst oder dass du die Familie versorgst, aber längst schon wieder vielleicht was beruflich machen möchtest. Im Privaten kann es sein, dass du dich eine Person gebunden hast, die dir einfach nicht gut tut, die dir immer wieder schadet oder wo dir eben nicht die Kraft zurückspendet oder dass du noch an einem etwas Altem in der Liebe hängst. Also alles, was uns geißelt. Oder wenn es um die Finanzen geht, dass du hier nicht auf Expansion gehst, sondern auf Stagnation, ne? Um mal diese drei Hauptbereiche anzusprechen. Also das ist hier so ein Grundthema, dass man sich wie gegeißelt fühlt und nicht in die Fülle kommen kann. Wir schauen auf das nächste Thema. Hier geht es dann um die tieferen Wurzeln dahinter, hinter dem Thema und die oft ja auch in der Vergangenheit dann liegen. Und wir gucken hier, hier haben wir die 10 der Kelche, also die Familienkarte, die Freude. Hier haben wir die Liebenden und hier haben wir die 9 der Kelche. Ja, also das Thema dahinter, die Wurzeln liegen in den Emotionen. Egal in welchem Lebensbereich das Problem liegt, die Wurzel liegt in den Emotionen, in die Gefühle. Sonst würden hier nicht zweimal Kelchkarten kommen, die für die Gefühle stehen. Und die Liebeskarte, ne? Es kann auch sein, dass bei dir wirklich das Thema Liebe ein Problem aufzeigt, ne? Dass es hier, dass man sich an etwas gebunden fühlt, wo einen nicht glücklich macht, wo einem nicht das zurückgibt, was man benötigt, ne? Dass man sich so festgehalten und in Starre fühlt. Und hier ist ein tiefes Thema dahinter. Man sehnt sich nach Harmonie, nach Familie, nach Ausgleich, nach Stabilität, also nach der emotionalen Fülle. Also selbst wenn du jetzt sagst, mein Thema liegt im Beruflichen, dann willst du hier auch Fülle, du willst Anerkennung, du willst einen guten Austausch mit deinen Kollegen. Also man fühlt hier einen Mangel im Thema dieser Schönheit, die da angekündigt war. Es kann auch sein, dass das Thema in der Vergangenheit liegt, dass hier ein Fehler, etwas, eine Trennung oder etwas passiert ist in der Vergangenheit oder dass man sich immer wieder rückerinnert an das, was so schön war. Und hier mit 9 der Kelche haben wir auch eine Person, die eigentlich ganz gut mit sich selbst zurechtkommt, die aber sich wirklich nach dieser Zweisamkeit sehnt. Also auch im Beruflichen kann es sein, dass man im Team arbeiten möchte und ist immer auf sich selbst gestellt. Also hier ist etwas in den Emotionen in der Vergangenheit passiert, wo diese Emotionen durcheinander gebracht hat. Also entweder eine Trennung oder eine Ablehnung oder etwas,
was das Gefühlschaos verursacht hat. Und es ist interessant, dass das jetzt hier bei dem ganz dunklen Stein liegt, denn dieser dunkle Stein, der steht auch immer für alte Verhärtungen. Also hier ist im Emotionsgewebe, läuft da immer wieder ein ähnliches Muster ab und man zieht unter Umständen auch immer wieder ähnliche Menschen an, ähnliche Personen, ähnliche Situationen, dass sich das dann auch immer wieder wiederholt. Und das erklärt jetzt auch, warum man sich hier vielleicht dann auch wie so gegeißelt fühlt. Also man hat manchmal das Gefühl, es ist alles so starr und um einen herum passiert das Schöne in der Welt. Nur man selber ist, obwohl hier auch Schönes auf der Karte ist, irgendwie davon abgeschnitten. Vielleicht fühlst du dich auch von der Liebe oder von guter Partnerschaft abgeschnitten. Ja, also das ist hier so die tieferen Wurzeln, diese tiefe Abschneidung, eine tiefe emotionale Verletzung. Wir gucken in die nächste Ebene. Was behindert dich? Und da gucken wir in diese Karten hinein. Hier haben wir zweimal Schwerter bekommen, was auch für die tiefe, tiefe Verletzung steht. Und die drei der Schwerter ist die klassische Liebeskummer- oder Herzenskummerkarte. Also hier geht es wirklich um ein tief emotionales Thema, vielleicht um eine Trennung, um einen Liebeskummer, um eine verschmähte Liebe, um eine Ablehnung, um ein Nein, ne? Und wenn, wie gesagt, wenn es bei dir im Beruflichen ist oder im Finanziellen, dass du hier diese Ablehnung immer wieder erfährst, jemand anders wird bevorzugt, jemand anders kriegt den guten Vertrag, solche Dinge, jemand anders kriegt die Lorbeeren und man selber ist in so einer Spirale und ich sagte ja schon, man sendet hier ja auch gewisse wiederholende Energien aus, wo sich dann immer wieder ähnliche Themen dann zeigen. Und die nächste Karte, also was behindert dich? Also einmal dieser tiefe Herzenskummer, dieser Emotionsschmerz und mit 4 der Schwerter ist es dann auch diese tiefe Resignation und Stagnation. Also etwas stagniert schon recht lange oder es ist so ein andauerndes Gefühl. Also wenn du sagst, das Thema ist noch gar nicht so lang, aber es fühlt sich so andauernd und so festgefahren an. Ja, also das behindert dich einfach, dass du noch so in diesem alten Schmerzmuster hängst. Also hier geht es wirklich ganz stark um das Thema, die eigenen Emotionen klären und alte Schnüre und Bindungen auch durchtrennen, um wieder frei in den Fluss zu kommen. Weil hier, wie gesagt, mit diesem dunklen Stein, es sind so viele Energien schon so lang angestaut und verhärtet. Vielleicht fehlt auch die Kommunikation, die gute, weil das sind auch Kommunikationskarten und hier ist Kommunikation irgendwie nicht richtig möglich oder wird abgelehnt oder du bist blockiert, ne, oder wirst blockiert und kannst es nicht rauslassen. Manchmal ist ganz gut, sich aufzuschreiben, was man vielleicht mitteilen möchte oder der Person sagen möchte. Das kann hier auch Energien loslösen. Aber die Kernaussage des Themas ist ganz wichtig. Niemand außer dir selbst kann sich aus diesem Gefängnis, in dem man sich befindet, abgeschnitten von der Fülle und der Schönheit befreien, außer du selbst. Weil das ist immer die Machtkarte, dass man selbst die Erkenntnis bekommen muss. Darum auch die Eule über dem Kopf der Person, die zeigt, du musst in deine eigene Erkenntnis kommen, um dieses überwinden zu können. Ja, wir gucken mal, was fördert dich denn? Und fördern tut dich hier dein Urvertrauen, dein Urwissen. Ja, wir haben hier den Hohepriester und der Hohepriester sagt, dieses tiefe Urwissen in dir, dieses Urvertrauen, vielleicht auch göttliche Vertrauen, dass du an eine höhere Macht glaubst, das stärkt dich.
Ja, das unterstützt dich, dass du nie deinen Glauben verlieren wirst. Vielleicht auch deinen Glauben an dich selbst oder an das Gute auf der Welt oder das Gute in anderen, selbst wenn du hier enttäuscht wurdest und tief gelitten hast. Das ist eine große Stärke. Es ist im Übrigen auch immer wie die Hohepriesterin, es ist auch eine Schutzkarte. Das zeigt, du bist himmlisch von oben beschützt. Deine Helfer sind bei dir, ne? Erkenne das, das ist ganz wichtig. Und als zweite Karte ist hier der Narr gekommen. Was fördert dich? Der Neubeginn. Es fördert dich und hilft dir, wenn du sagst, ich befreie mich. So wie der Narr sagt, ich bin frei, ich binde mich in gar nichts rein. Und wenn du sagst, ich bin Single oder ich bin im Beruf immer auf mich gestellt. Es macht dich auch frei. Bindungen können auch einengen. Genieße diese Freiheit, sieh die Stärke, die du hier mitbringst, dass du weißt, ich bin nach oben angebunden und ich kann diese Anbindung nutzen und ich bin frei und habe jederzeit die Chance, neue Dinge zu beginnen oder woanders hinzugehen oder etwas zu starten oder etwas neu zu beleben. Also das fördert dich, Neubeginne. Dinge neu zu sehen, das ganze Leben manchmal nicht so ernst und so schwer zu nehmen. Ne? Also das glatte Gegenteil von dem Trauer, Kummer, Stagnation zeigt, geh einen Schritt nach dem anderen. Nimm nicht so viel auf einmal. Geh in deinem Tempo und das fördert dich. Ne? Es bringt Bewegung in diese Bindung und Stagnation, in der du dich befindest und bringt neues Feuer und Leidenschaft rein. Ich würde dir empfehlen, wenn Thema Stagnation und nicht weiterkommen und immer wieder zurückfallen in den Schmerz und in die alte Emotion, dass du über der Karte des Narren meditierst. Wenn du kein Tarot zu Hause hast, du kannst dir auch hier das Video anhalten und darüber nachdenken oder du suchst hier im Internet eine schöne Tarotkarte vom Narren heraus, die dich anspricht. Es gibt ja so viele Tarots und meditierst über diesem Bild. Machst dir einen Screenshot oder was auf dein Handy und meditierst über diesem Bild. Was zeigt dir danach? Wo geht dein Weg hin? Du wirst eine Eingebung bekommen, wenn du das machst, ja? Okay, wir gehen weiter. Wie geht es weiter? Was zeigen die Karten hier? Wir gucken hier, was kommt. Wir haben hier drei Karten. Ich guck mal, Ritter der Kelche, Königin der Kelche. Oh, das sind vier. Da hat sich eine drunter geschmuggelt. Nochmal die Hohepriesterin. Wow, und nochmal, ich wollte eigentlich 13, und nochmal die Herrscherin. Das ist ja spannend. Also, du hast hier die Hohepriesterin und die Herrscherin zu Beginn als Thema. Du hast es auch im weiteren Ausblick. Und das ist sehr, sehr spannend. Und hier haben wir praktisch dich, die Königin der Kelche, die Person, die so viel Gefühl hat, oder wenn du hier als Mann das schaust, den Ritter der Kelche, ja, der Mann, der so viel noch erleben will und zu geben hat, vielleicht noch nicht ganz festgelegt ist und jetzt hier auch so viel Gefühl zu vermitteln hat. Beide haben unheimlich viel Gefühl in sich und beide sind auf der Suche, sage ich mal, oder sind auf dem Weg der Liebe unterwegs. Ja, sie ist schon gefestigter, ne, als diese Karte hier. Aber egal, wo du dich siehst, in welcher Karte, es geht hier um die Liebe. Ja, und egal, ob dein Thema jetzt die Liebe selber ist oder in einem anderen Bereich, es geht um das, was deinem Herzen wichtig ist. Und wie geht es weiter? Du wirst eine Verbindung eingehen, die dein Herzweg ist. Ja, du wirst, wenn Partnerschaft und Liebe dein Wunsch ist, du wirst es erreichen. Wenn ein Beruf, der dir am Herzen liegt, dein Wunsch ist, wirst du es erreichen. Also das ist ein wunderschöner Ausblick und es zeigt auch, wie viel
du schon an eine Grenze gekommen bist, ja, wo du weißt, hier gibt es keine Rückkehr. Du musst nach vorne gehen, du musst diesen Weg weitergehen, im höheren Vertrauen, dass du hier an dein Ziel kommst. Egal wie schwer das Thema jetzt war oder noch ist, du wirst an dein Ziel kommen, du wirst wunderbare Bindungen eingehen, entweder mit deiner Lieblingsperson oder mit einem wunderschönen Job oder auch finanzielle Bindungen, wo dir gut tun, wo dir Geld bringen, was auch immer dein Thema ist oder wenn es um einen Umzug geht, der stagniert hat, an einen neuen Ort. Also hier werden wunderbare Dinge geschehen, die dein Herz erfüllen. Ja, und es wird, sage ich mal, so stetig gehen. Und am Ende mit der Königin der Kelche ist es was sehr, sehr Stabiles und sie hat ein großes Wissen. Ne? Und das drückt die Karte auch aus, weil sie so weiße Haare bekommen hat. Und das zeigt auch davon, wo du abgeschnitten bist, der Intuition und der Expansion, ne? Und der Fruchtbarkeit, das wird kommen, weil es liegt in der Zukunft. Es ist wieder die Herrscherin drin, die für die Expansion oder wenn ein Wunsch nach Familie besteht oder nach Kindern oder einfach nach Liebe, ne, Dinge, die man liebt, dann wird das, liegt das in der Zukunftslinie. Und die tiefe Intuition, durchgegangen zu sein, auch durch die Schattenwelten. Ja, also es ist ein wunderschöner Ausblick für die Zukunft, für dich. Und wir gucken hier noch rein in den Rat der Karten. Gibt es noch einen Rat? Ja, der Rat ist, raus aus der Isolation. Du bist in dieser Welt schon recht lange oder eine Zeit lang gegangen. Raus aus der Verneinung, ne? Mit 5 der Kelche, raus aus der Verneinung, rein in die Bejahung. Und hier nochmal, wie schon hier, den Ritter der Kelche. Lass dich nochmal in deine Gefühle reinfallen, durchspüre es nochmal, lebe es und geh nach vorne. Ja, und geh raus aus der Isolation und aus deinem Käfig. Bist du lang genug? Ja, das ist die Botschaft hier für dich. Ich hoffe, ich mache das mal zusammen. Das erste Orakel hier, wenn du das gewählt hast, dass dir das wirklich hier Inspiration gegeben hat. Ich räume das mal beiseite und freue mich gerne über dein Feedback. Und wir gehen zum zweiten Orakel, wenn du dich hier für diesen Stein entschieden hast, für Violett. Und dann gucken wir mal hier rein. Was bekommen wir hier? Also als erstes kommt es zum Thema, also Ursache des Problems. Welches Thema steht dahinter? Und hier haben wir einmal den Gehängten, hier haben wir den Magier und hier haben wir die Kraft. Wow! Also, das bedeutet, dass es hier um ein sehr, sehr wichtiges Thema in deinem Leben geht. Es ist etwas von großer Wichtigkeit, weil wir hier lauter große Arcana-Karten bekommen. Es sind tiefgreifende Veränderungen. Das Thema ist mit dem Gehängten eine Ohnmacht oder in eine Position, wo man sich begeben hat oder reingekommen ist, die das Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und man hängt hier auch in dieser Position etwas fest und hat sich vielleicht auch teilweise bewusst nochmal so mit reingegeben, weil der Gehängte auch ein bisschen die Opferkarte ist. Das heißt, wir sind bewusst in dieses Thema reingegangen. Vielleicht ist es uns in diesem Leben nicht bewusst, aber es ist auf höherer Ebene bewusst. Es ist ein Thema, das wurde wirklich kosmisch schon vorher so vorgegeben, dass man dieses Thema so durchlebt. Sei es ein finanzieller Mangel schon die letzten Jahre, beruflich ein Auf und Ab oder schwierige Kollegen, immer wieder ein schwieriger Chef oder in der Liebe immer wieder Pech oder in der Liebe immer wieder Verneinung, was auch immer dein Thema ist. Es ist etwas, das wirklich unausweichlich war. Ja, der Magier sagt, es geht darum, um die tiefe Erkenntnis für dich, ja, und dann die Stärke auch, aus dieser Erkenntnis heraus etwas zu machen. Es geht um deine eigene Schöpferkraft, ja, diese Schöpferkraft zu erkennen
und anzunehmen und in deine Kraft zu kommen. Es geht um die Stärke, es geht um die Kraft, es geht um die Selbstbestimmung. Es kann dabei gehen, dass du dich nicht mehr weiter fremd bestimmen lässt. Vielleicht hat dich diese Sache auch krank gemacht in irgendeiner Form oder emotional krank gemacht. Also dass man hier wieder in seine Kraft, in seine Stärke zurückfindet und aus einer höheren Inspiration heraus lebt. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das dir jetzt hier gerade begegnet ist oder schon länger begegnet. Und es ist sehr wertvoll, praktisch, was du gerade durchlebst, auch wenn es nicht vielleicht immer so einfach ist. Also ganz, ganz starke Aussage. Wir gucken auf die nächste Ebene. Die tieferen Wurzeln dahinter, die Vergangenheit, also hier auch oft Themen in der Vergangenheit zu finden. Wir haben hier die Königin der Kelche, dann haben wir hier die 5 der Kelche und die 3 der Stäbe. Also hier sieht man auch, es geht um tief emotionale Themen. Wir haben hier 2 Emotionskarten. Wir haben hier auch die Liebe da drin und auch die eigene wieder Kraft der Liebe, was man mit der Liebe bewirken kann, was man mit Leidenschaft bewirken kann. Mit 5 der Kelche haben wir einfach auch, dass hier, sage ich mal, viel Wasser vergossen wurde, vielleicht auch viele Tränen vergossen wurden, viel Leid vergossen wurde, aber letzten Endes dich das Durchlebte auch stärker gemacht hat. Es kann auch sein, dass du in der Kindheit es nicht sehr einfach hattest, hier schon Schweres durchlebt hast oder in deinem Umfeld Schweres durchlebt wurde und du das mitbekommen hast. Und das alles hat dich aber auch für dieses Leben gerüstet. Also das, was dir früh schon passiert ist, hat dich stärker gemacht. Und mit 3 der Stäbe geht es jetzt einfach auch darum, diese Kraft aus der Vergangenheit zu nutzen, dich niemals, egal was dir passiert ist, egal wie schwer es war, sagen die Karten, lass dich niemals zum Opfer machen. Du bist Schöpfer deiner selbst. Das ist die hohe, hohe Erkenntnis. Es kommt mir so rein, wie wenn es ein ganz wichtiges Lebensthema für dich ist, dich niemals in die Opferrolle zu geben. Raus aus der Opferrolle, rein in deine Kraft, in deine Macht und in deine Stärke. Vielleicht versuchen andere, dich immer wieder zu unterdrücken, dich klein zu halten, dich dir einzureden, du bist nicht gut genug oder nicht stark genug und du musst dich immer wieder aufs Neue beweisen. Aber die 3 der Stäbe sagt, es ist jetzt eine große Aufbruchszeit für dich, sei es auch im Beruflichen oder im Privaten oder beides. Also es geht um einen großen Aufbruch für dich, wenn du auch zum Beispiel umziehen willst oder in ein anderes Land oder etwas ziehen. Also es ist ja auch ein gutes Omen, sage ich mal, für alle Reisen und für hier ein Weiterkommen, auch in andere Gegenden vordringen. Es kann aber auch sein, dass du in beruflich andere Felder eindringst oder privat auch ganz neue Möglichkeiten sich dir hier erschließen. Und das ist jetzt sehr, sehr viel Kraft. Und das Wurzelthema ist wirklich, dass du dich nicht klein machen lassen sollst von deinem Umfeld oder von den äußeren Einflüssen. Es geht um Stärke leben, Stärke und raus aus der Ohnmacht. Ja? Wir gucken mal weiter, was behindert dich? Und hier haben wir einmal den König der Stäbe und den Magier. Wow, das ist auch spannend, dass hier beim Thema der Magier liegt, ne, der deine Schöpferkraft. Und die Schöpferkraft ist irgendwie, wie ich schon sagte, wie ich es gefühlt hatte, dass man dich immer wieder versucht zu behindern oder dir Steine in den Weg legt, dass du immer wieder aufs Neue geprüft wirst. Und manchmal bist du es vielleicht leid und hast wirklich dich hängen lassen, weil du gesagt hast, es ist zu viel, wie viel denn noch? Und hier kam mir gleich so in den Sinn,
eine Person mit einer Peitsche. Ich weiß nicht warum, ich habe innerlich dieses Bild gesehen. Jemand, der dich wie bestraft hat. Vielleicht bist du in deiner Kindheit schlimm bestraft worden oder du hast immer das Gefühl, es geht um Strafe, um Sühne. Es kann auch aus dem Vorleben noch sein, wenn dir das eher was sagt. Also, dass es immer so geht um Strafe und Sühne und wie wenn du dich dann für Dinge, die nicht geradlinig laufen, selbst bestrafst. Aber das sollst du nicht. Es geht hier um die Erfahrung, die du gemacht hast, die Erfahrung, die du mitbringst. Du darfst auch weinen. Es ist ein wichtiger Prozess des Loslösens. Aber suche nicht die Schuld bei dir. Dinge sind, wie sie sind. Ich sag immer, es gibt keine Schuld. Wir versuchen immer alles nach dem Schuldprinzip zu machen, aber es gibt keine Schuld. Die gibt es nicht. Die Dinge passieren so, wie sie passieren. Und alles hat seinen Sinn und hat seinen Grund. Ja? Und dieses Höhere dahinter zu verstehen und dich nicht schuldig sprechen zu lassen oder dich dir Schuld anzunehmen oder dich von anderen wieder klein machen zu lassen, in deiner Macht, in deiner Kraft zu beschneiden oder dir immer wieder Personen zu suchen, die deine Stärke beschneiden, davon darfst du dich frei machen. Es kann sein, dass du immer wieder Personen anziehst oder mit Personen in Kontakt kommst, die versuchen, deine Macht zu beschneiden. Und das ist auch ein Muster und da darfst du raus. Und wenn du dich davon befreist, dann wird ganz, ganz Großartiges passieren und du wirst über dich selbst hinauswachsen. Also etwas, was du dir momentan noch gar nicht vorstellen kannst. Es kann auch wirklich im Beruflichen sein, ja. Also egal in welchem Bereich hier dein Thema liegt, das dich momentan beschäftigt. Wir gucken mal, was fördert dich. Also beim Fördern haben wir zwei Karten, die auf ersten Blick nicht so positiv sind. Vom ersten Blick ist zwei Siebener, ist interessant. Sieben der Kelche und sieben der Schwerter. Und was fördert dich? Dass du eine ganz große Fantasie hast. Du hast eine Gabe der Vorstellungskraft. Und nur wer die Vorstellungskraft, sich etwas Besseres oder anderes vorzustellen, in sich trägt, hat den Urfunken der Schöpferkraft in sich. Ja? Denn das, was in dir klein gehalten wird, ist die Schöpferkraft. Auch wenn man dir vielleicht die manchmal genommen hat, dass du Besseres kreieren konntest und hat dir wieder einen Schlag verpasst, deine Fantasie. Das kann dir keiner nehmen. Ja? Also, das ist eine ganz große Gabe. Es gehört auch die Kreativität dazu. Und die kann dir keiner nehmen. Und dieser Urfunke, der wurde dir mitgegeben. Die sieben ist eine himmlische Zahl, ist die göttliche Zahl. Zwei Siebener. Vielleicht begegnen dir auch immer wieder Siebener. Achte mal darauf. Und dieser Funke, den kann dir niemand nehmen, den hast du mit in diese Welt gebracht und den kannst du immer wieder aufrufen, wenn, also du kannst dir hier eine Vorstellung machen, wenn jemand kommt und wieder versucht, dich klein zu machen oder dir einzureden, du kannst das nicht, du bist schlecht oder drück dich in dieses Opfer oder in dieses Ausharren hinein, dann erinnere dich an diesen Funken in dir an. Das ist ein göttlicher Funke und der gibt dir Kraft und er gibt dir Stärke. Ja, das fördert dich. Dieser göttliche Funke der Kreativität und der Vorstellungskraft. Und an den darfst du denken und lass dich nicht berauben. Lass dich dessen nicht berauben. Ja, also dass du dich auch nicht ausgeraubt fühlst. Ja, oder hier ausgenutzt. Sondern erinnere dich an deine Stärke und mach dich frei von diesen Ausnutzern in deinem Leben. Menschen, die dich ausnutzen, Themen, die dich ausnutzen, Themen, die dir Zeit kosten, aber keine Freude bringen, ja? Also man hat ja manchmal Dinge, die kosten Zeit, bringen nichts ein, aber sie machen Spaß. Ist okay, aber wenn es dir gar nichts einbringt, wenn du sagst, das macht mir null Spaß, das ärgert mich nur, dann befreie dich von diesen. Das sind so Schmarotzer-Themen oder auch Themen, wo gelogen wurde,
Mach dich frei davon. Das fördert dich, wenn du dich davon befreist. Und geh in deine Kreativität. Also hier sagt man mir, es gibt so viel Kreativität in dir und die möchte nach außen kommen. Sei es im Beruflichen, sei es auch im Privatleben, im Gemeinschaftlichen. Ne? Man kocht gerne oder bäckt gerne oder macht irgendwas gerne. Und darin liegt eine sehr, sehr große Kraft. Und wie gesagt, erinnere dich an diese Siebener, dass du sehr, sehr beschützt und begleitet bist. Ne? Von Anfang an, egal was man dir hier in deinem Leben auch, was dir hier widerfahren ist. Ja? Weil es liegt hier schon die Thematik drauf, dass hier Dinge erfahren wurden, manches vielleicht auch unaussprechlich. Ne? Und dass man wirklich ja, weiß, dass man getragen ist in dieser Welt, dass man gehalten ist und dass es einen Grund hat. Dir wäre das nicht widerfahren, wenn du nicht die Stärke hättest, damit umzugehen, wenn du nicht die Kraft hättest, daraus das zu verwandeln. Das ist eine Wandlungskarte. Wir verwandeln etwas, was auf dem Kopf steht, in etwas Wunderbares. Sonst würde auf dieser Karte nicht so viel Licht sein und so viel Erkenntnis und so viel Schönheit. Ne? Manchmal steckt hinter den hässlichsten Dingen das Wunderschönste, wo man sich vorstellen kann. Ja? Okay. Und wir gucken in den weiteren Verlauf. Was zeigen die Karten? Wie geht es weiter? Und hier haben wir jetzt drei Karten. Und hier haben wir die Königin der Stäbe. Und das ist die Schöpferkraft. Ja? Die weibliche Schöpferkraft. Die Kraft in uns. Und wir haben hier den Ritter der Stäbe. Ne, egal, ob du Mann oder Frau bist, wo du dich mehr siehst. Ich habe es hier geschafft, ich habe den Durchbruch. Ne, man schafft, was man sich vornimmt. Man bringt diese Inspiration in die Welt. Kann auch was Berufliches sein. Oder man flippt mal völlig aus und macht was Verrücktes und ist ein bisschen draufgängerhaft und hat Spaß am Leben. Ne? Also du wirst hier einen Durchbruch erreichen, in deine Kraft, in deine Stärke kommen, deine Inspiration, diesen Schöpfungsfunken in dir nutzbar machen und endlich nutzen. Ja, die alten Geißeln und Schrecklichkeiten aus der Vergangenheit loslösen und wirklich hier in deine innere Ruhe kommen. Ne? Mit vier der Schwerter ist es, man wird nie das, was passiert ist, vergessen. Man wird nie diese alten, sage ich mal, Narben, also da sind Wunden, die werden zu Narben und die Narben trägt man bei sich. Aber du siehst, die Blätter fallen, die Zeit vergeht und die Zeit heilt die Wunden und du kommst wieder in deine Mitte, in deine Zentriertheit. Für dich als Tipp, um deine Kreativität anzuzapfen, um deinen höheren Geist anzuzapfen, der die Inspiration gibt, Meditation. Ne? Meditation und Ruhe bringt Kraft in deine unteren Chakren, weil das sind ja hier auch das Wurzelchakra, ne? Daraus resultiert dann diese Schöpferkraft. Und dass du hier immer wieder auch in Meditation gehst, in die Ruhe gehst und dann hast du genug Kraft und Power. Ne? Und wenn du sagst, mein Umfeld ist zu verrückt, ich kann überhaupt nicht meditieren, dann tu etwas dafür, dass du diese Freiräume bekommst, um das tun zu können. Ne? Da musst du halt hier mal Nein sagen zu den Zeitdieben, zu den Dingen, die dir Zeit stehlen, wo dir überhaupt nichts bringen, dass du dir hier die Freiräume schaffst oder auch mal für ein Wellnesswochenende oder was auch immer dir hier wichtig ist. Ja? Okay. Rat der Karten. Ja, hier geht etwas zu Ende. Hier wird etwas, also sinnbildlich sterben, zugrunde gehen. Etwas geht zu Ende. Etwas wird losgelassen. Es ist bitter. Ne? Es ist Bitterness drauf, es ist Schmerz drauf. Aber es ist gut, dass man weiß, es hört irgendwann auf. Ist Geldmangel dein Problem? Es hört irgendwann auf. Irgendwann ist der unterste Zenit erreicht. Ne? Ist man vom Partner schlecht behandelt worden und will sich davon lösen,
dieser unterste Zenit ist jetzt dann erreicht. Der Rat der Karten sagt, es ist genug. Stopp. Ne? Nicht weiter hier sich diese Peitsche geben lassen. Der Chef drangsaliert ein, es ist genug. Oder die Kollegin oder was auch immer. Es ist genug. Du gehst neue Kontakte, neue Teams ein. Du bildest neue Schnüre zu anderen Menschen, neue Verbindungen gehst du ein, vielleicht auch einen neuen Freundschaftskreis, einen neuen Kontaktkreis, eine spirituelle Gruppe oder was auch immer, und das wird ein Durchbruch sein. Ne? Der Wagen zeigt, du gehst steil voran. Wenn du das akzeptiert hast und durchbrochen hast, kommt das andere fast von allein. Wichtiges Thema hier: die alten Schmarotzer und Falschheiten loswerden. Okay, und die Kraft kriegst du hier aus der Ruhe. Okay, ich hoffe, dieses Orakel hat dir weitergeholfen. Es ist auch interessant, dass hier wirklich diese hohe spirituelle Ebene und die Wichtigkeit hier gezeigt wurde und hier der violette Stein auch dabei war, der ja auch immer für die hohe spirituelle Ebene steht. Und das Kosmische und es einfach nochmal zeigt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich. Okay, kommentiere gerne, würde mich über ein Feedback freuen. Und ja, sende dir mal eine ganz herzliche virtuelle Umarmung. Gut, wir gehen zum letzten Orakel, wenn du dich hier für grün entschieden hast, für hellgrün. Und ich bin gespannt. Wir holen mal die Karten rüber. Und wir gehen hier in die ersten drei Karten. Das ist hier das Thema, die Ursache des Problems, ja? Und hier haben wir einmal die Sonne. Was eine schöne Karte hier. Dann haben wir hier die Liebenden. Und wir haben hier die 5 der Münzen. Also, mein Eindruck ist hier, das Thema ist, du möchtest auf die Sonnenseite des Lebens zurück. Also generell kann man vielleicht sagen, dass es dir schon immer recht gut ging oder geht, weil das ist die Fülle, die ist immer bei dir. Und du weißt auch darum, dass du an den, sage ich mal, dunkelsten Punkten immer das Licht finden kannst. Das ist nämlich der große Optimismus. Aber irgendwas ist auf Beziehungsebene oder auch kann auch ein Vertrag oder etwas sein, wo man mit anderen Menschen eine Verpflichtung eingeht oder ein Bund eingeht oder eine Absprache eingeht, etwas eingegangen ist hier enttäuscht worden. Ja, das ist enttäuscht worden, es ist ein Mangel drauf gekommen, es ist so, dieses Urfeuer ist irgendwie beeinträchtigt, ja. Wir sehen hier auch auf der Karte so ein bisschen, weiß nicht, könnt ihr das erkennen, so ein bisschen Regen, ganz dünne Regenfäden sind hier drauf. Und es zeigt einfach, ja, jetzt war Sonnenschein, jetzt ist hier irgendwie, ja, bisschen Regenzeit, bisschen Gewitterzeit. Es kann auch sein, hier ist ein Dritter im Bunde, jemand hat sich eingemischt, es kann um Konkurrenz oder etwas gehen und irgendwie ist jetzt dieses strahlende Licht getrübt, das ist hier das Thema und du verharrst jetzt so ein bisschen da drin und überlegst, Mensch, was könnte ich tun, um wieder hier auf die Sonnenseite zu kommen. Und wir gucken mal, welche tieferen Wurzeln liegen dahinter, sei es aus der Vergangenheit oder auch jetzt, was sich gezeigt hat an Wurzeln. Hier haben wir den König der Schwerter. Dann haben wir hier die 10 der Münzen und die 4 der Stäbe. Ja, also hier auch die 4 der Stäbe. Ist schon eine Party, eine Freude, hier ist etwas gut gewesen, ne? Vielleicht auch eine gute Partnerschaft, eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Bündnis, eine schöne Wohnung oder was auch immer dein Thema ist. Also hier war etwas schön, hier wurde vielleicht sogar etwas zelebriert, gefeiert. Man dachte vielleicht, es steht auf gesunden Füßen, auf gesundem Boden. Wir sehen hier auch viel Grün drauf. Man hat gedacht, man kann hier zusammenwachsen oder etwas wachsen lassen,
Es kann was Längerfristiges sein, vielleicht auch etwas Langfristiges im Job oder im Privatleben, ja. Aber mit dem König der Schwerter ist hier etwas durchtrennt worden. Also entweder es gab eine Trennung, hier ist auch ein Dolch drauf, oder es wurde eine Entscheidung getroffen, wo man das Gefühl hatte, es wurde mehr aus dem Kopf getroffen als aus den Emotionen heraus. Ne? Also hier ist immer so ein starkes Abwägen drin. Wir haben hier keine Kelche drin, keine direkten Gefühlskarten. Und hier steht es einfach so für die Kopfebene. Es ist alles so vielleicht auch schwer im Kopf. Und die Wurzeln dahinter ist einfach das Thema von Trennung und Zerschneidung oder Zerschlagung, dass etwas kühl geworden ist, dass man Kälte erfahren hat, vielleicht auch jemand einen gesagt hat, ich mag dich nicht, ich hasse dich, oder ein schwieriger Kollege, der einem oder Kollegin, wo einem was missgönnt. Also hier liegt auch immer so. Die Person kann es vielleicht gar nicht sagen, irgendeine Abneigung und das Thema Trennung halt drin. Und das Thema halt auch, dass das Ganze etwas tief verletzt hat oder etwas gestört hat. Also hier ist eine Störung in der Thematik drin. Von etwas, was ja eigentlich gut sein könnte, wo man vielleicht sagt, ich verstehe das jetzt gar nicht. Darum sitzt man da und denkt nach, was ist das denn jetzt? Es könnte doch alles wunderbar sein oder es war doch alles ganz gut. Und man sagt, ich verstehe es jetzt eigentlich nicht. Dann gucken wir, was behindert. Ne? Was zeigen hier die Karten? Hier haben wir einmal den Bube der Kelche. Und hier haben wir den Eremiten. Ja, also es gab einen Rückzug, jemand hat sich zurückgezogen oder wollte sich aus der Affäre ziehen. Und man kann sagen, das ist hier wirklich, jetzt kommt die Emotion auf. Hier hat jemand eine Emotion, die jemand entweder nicht leben will, die jemand nicht ausleben möchte. Oder es kam eine Emotion hoch in der Person oder auch in dir, wo man sagt, man ist jetzt ein bisschen damit überfordert und man muss jetzt hier einen Rückzug eingehen, man muss sich zurückziehen, man muss sich selbst finden und darum ist hier ein Cut passiert. Und wir haben ja als Thema hier auch so ein bisschen dieses Mangelthema, aber auch diesen Rückzug, dass jemand hier sitzt, ausharrt im Regen und muss nachdenken, muss einfach nachdenken, Dinge überdenken, ne? Und die eigenen Emotionen überdenken. Und schauen, was ist hier eigentlich los. Ne? Also hier geht es um Überdenken der eigenen Emotionen, wenn man sich für einen Beruf entschieden hat oder für einen Job und sagt jetzt, Mensch, das passt mir jetzt doch nicht. Oder für eine Person, wo man es merkt, da stimmt irgendwas nicht. Also hier muss etwas überdacht werden. Und das ist natürlich hinderlich, weil es natürlich ein Weiterkommen erstmal stoppt. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also es wird mir hier angezeigt, das, was einen hindert, ist nicht schlimm. Es ist ein wichtiger Prozess, den man eben durchgeht. Was fördert dich? Und hier haben wir einmal den König der Münzen und hier haben wir die Welt. Ja, also förderlich ist alles, was hier Expansion und Fülle verspricht. Und das bedeutet, also die Welt steht ja für das, alles ist miteinander verbunden. Und nichts geschieht ohne Grund, sagt man hier. Ne? Also wir sind alle miteinander verknüpft. Darum gibt es ja auch so einen Spruch da, wenn irgendwo in Asien ein Schmetterling einen Flügel schlägt, dann kann das irgendwie Sand aufwirbeln und dann gibt es hier irgendwo einen Sandsturm oder so. Ne? Irgendwie so geht der Spruch. Also ich habe ihn jetzt mal ein bisschen umgemodelt. Also das heißt, alles ist miteinander verbunden und wenn da ein Wimpernschlag passiert, dann hat das woanders schon wieder eine Ursache, also eine Wirkung. Ne? Also Ursache- und Wirkprinzip. Also was fördert dich zu wissen, alles ist eh miteinander verbunden und alles ist eh ja, Aktion und Reaktion. Also es hat alles seinen Grund und dass du dich hier nicht im Klein und Klein, im Nachgrübeln verlierst, warum, wieso, weshalb. Und jetzt erklärt das auch, was behindert dich. Also Rückzug mag gut sein, aber nicht die Dinge kaputt grübeln, kaputt denken.
kaputt fühlen, will ich jetzt hier sagen. Also, dass man so sagt, ich muss immer wieder durch dieses Gefühl durch und durch und durch, um für mich zu erkennen, was ist da eigentlich los. Damit sagen die, zermürbst du dich. Also etwas zerfrisst dich dann regelrecht. Und man sagt, akzeptiere einfach, was geschehen ist. Du kannst es jetzt eh nicht ändern oder rückgängig machen. Akzeptiere, wie du dich entschieden hast. Akzeptiere, wie sich die Person oder die Beteiligten entschieden haben. Und bringe praktisch deine Fülle in die Welt und nutze deine Ressourcen, dein Potenzial und sei dir auch sicher. Also es geht auch darum, Unsicherheiten abzulegen und Themen nicht zu sehr zu durchgrübeln und zu durchdenken. Das ist gar nicht nötig. Rückzug ist okay, aber du sollst dich auch nicht komplett abkapseln, weil das ist dann wieder eine Hemmung. Also das heißt, raus in die Welt, raus in die Kontakte und mach da was draus, ja? Also das ist dann sehr förderlich. Also wenn da eine Enttäuschung durchlebt wurde und man sagt, oh, ich kapsel mich ab, ich gehe nicht mehr aus oder ich gehe nicht auf das Betriebsfest oder was auch immer. Nein, du sollst dich hier nicht verstecken. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Also sei hier stolz und habe auch deinen Stolz. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht darum, wieder den eigenen Optimismus, das eigene Selbstvertrauen, die eigene Expansionsfähigkeit zurückzuerlangen. Und wir gucken mal weiter. Wie geht es weiter? Hier haben wir einmal den Ritter der Münzen. Hier haben wir die 7 der Schwerter. Und hier haben wir die 2 der Münzen. Also, es ist noch nicht durch. Das heißt, das Thema wird dich noch eine Weile beschäftigen. Es steht hier erstmal nochmal mit dem Ritter der Münzen, sage ich mal, vielleicht mit einer Person nochmal ein Thema, ein Gespräch oder etwas an, dass man vielleicht, wenn man mit einer Person oder mit einem Umfeld noch verbunden ist, hier einfach vielleicht auch nochmal Begegnungen gibt. Es steht auch dafür, dass die Person oder das Thema sich nicht groß ändern wird. Es steht dafür, dass jemand vielleicht doch auch ein bisschen ich-bezogen ist, dass jemand nach sich und seinen Sachen guckt und man das einfach dann akzeptiert oder dass jemand sehr auf Äußerlichkeiten fixiert ist und man aufpassen sollte, also dass jemand einen hier nicht, sage ich mal, auch so ein bisschen ausnutzt, ne? Haben wir hier mit drin, die Ausnutzung, aber du sollst es nicht kaputt grübeln, ne? Du gehst nochmal durch dieses Auf und Ab, es ist so ein Auf und Ab an Entscheidungen und ein Abwägen, ne? Aber es bringt nichts, die Situation immer wieder durchzukauen, durchzugrübeln, das bringt dich nicht weiter, wesentlich weiter bringt dich, wenn du offen bleibst, offen für Neues, wenn du offen bleibst auch für Veränderungen und offen bleibst auch für das, was dir Kraft gibt, ja, also das bringt dich wesentlich mehr weiter, wie versuchen hier durch Denksport eine Lösung zu bekommen. Das zeigt man, du wirst dann da drin verharren in diesem Denksport und du wirst die Lösung nicht sehen. Das heißt, einfach leben, rausgehen, die Dinge tun, die du tun willst und die Dinge lassen, die du lassen möchtest. Und das bringt dann eher eine Erkenntnis und eine Balance in dir, aus der du dann eine Entscheidung treffen kannst. Aber erstmal zeigen die Karten, ist es noch ein Auf und Ab, es ist hier noch nicht alles durch. Also man kann es auch gar nicht abrupt jetzt irgendwie zu einem Ende führen, ne? Also im Endeffekt, es ist noch ein Prozess vor dir, ne, bis dann das eintreten kann. Der Rat der Karten dazu ist noch, also mit 10 der Stäbe, man hat hier schon Belastungen zu tragen oder eine Last zu tragen. Und wie gesagt, das steht immer auch für den Weg, den man auch gehen muss. Es steht für die Albträume, die es macht oder auch für die, sage ich mal, schlaflosen Nächte oder Gedanken, die man darüber hat. Aber sie, wie schon hier gesagt, grübel es nicht kaputt, zermarter dich nicht, weil das bringt dich weg von der Fülle. Und hier haben wir auch wieder die Fülle-Karte. Also
Verbinde dich, das wäre der Rat der Karten, mit den Dingen, die gut in deinem Leben sind, mit den Menschen, wo dir Freude bringen, und nimm dir Vergleichsbilder, die für dich gut und perfekt sind. Das heißt, hier geht es auch ein Stück weit um Manifestation, aber nicht Manifestation von Mangel, sondern Manifestation von Fülle. Also bei dir hat sich durch dieses Grübeln schon auch so ein bisschen Mangel in gewissen Bereichen manifestiert, und das bringt halt dieses Ungleichgewicht, und dass du hier wieder in die Fülle deine Kraft investierst und in das, dass alles da ist, ne? Also man sagt ja immer, es heißt ja immer so, die Welt gibt nicht genug Essen für alle her, und wenn wir immer mehr werden, ne? Aber das stimmt so nicht. Die Welt hat genug. Wir müssen nur die Ressourcen an die richtige Stelle setzen, und dann wäre überhaupt kein Mangel da. Das ist in unserem Kopf dieser Mangel, dass nicht genug für alle da sein kann. Und wenn du schon jetzt durch Grübeln und das, was dir widerfahren ist, immer wieder in den Mangelgedanken gehst, boah, der Beruf ist so schwer und das kann nie besser werden, ich bin nur noch erschöpft und ich habe keine Kraft, noch die Weiterbildung zu machen, dann wird immer mehr Belastung kommen und du wirst nicht in die Kraft kommen, um deine Fortbildung oder was du vorhast machen zu können. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Sondern wenn du dich darauf fokussierst, ich weiß, dass ich das machen werde und ich weiß, dass ich das Angebot bekomme, dann begibst du dich auf die Fülle-Seite und gibst dich raus aus diesem Mangel, und dann wirst du Neues kreieren. Oder in der Beziehung, boah, ich weiß, dass es schwer ist und ich grübel's kaputt und ich grübel's immer weiter und du kriegst immer mehr davon vom Universum, dann ist es wirklich Zeit, dir wieder zu kreieren, was du wirklich willst im Leben. Also das ist der Rat der Karten: raus aus Mangel, Belastungen, Albträumen, Stagnation, hin zur Fülle, die du dir kreieren darfst und die dann in dein Leben kommt. Also hier sind Heilungsprozesse wichtig, darum auch der grüne Stein. Und du kannst es nicht übers Knie brechen, es wird noch seine Zeit andauern. Ich hoffe, das Orakel war dir nützlich, hat dir weitergeholfen. Gerne freue ich mich auch hier über Kommentare von dir, und vielleicht magst du ja auch ein Gefällt mir lassen. Ja, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, das schnelle Hilfe-Orakel bringt eine schnelle Hilfe. Ist jetzt vom Sprechen etwas länger geworden. Ich sehe, wir sind schon jetzt fast bei einer Stunde. Aber es sollte ja auch ausführlich sein, dass man hier etwas damit machen kann, weil, wie ich schon zu Beginn sagte, wenn wir das Problem dahinter erfassen und verstehen, dann können wir auch in Richtung Lösung gehen. Das ist so mein Motto. Ja, alles Liebe, liebe Grüße an dich. Bis ganz bald, eure Dani. Tschüss.